Ja, Matthias, thema harmonisering van leerplan in de Schweiz. Wie siehst du das? Ist es nicht eine gute Sache, wenn der Wildwuchs von verschiedenen Kantonen ein bisschen vereinheitlicht wird von den Lehrplänen, von dem, was Schüler in der Schweiz an Bildungsvoraussetzungen mitbekommen, auf einem gewissen Grundniveau in allen Kantonen gleich ist? Ist das nicht eine positive Sache, dass das ein bisschen Ausbildungschancen für weiterführende Ausbildungen tut, ein bisschen vereinheitlicher und allen Schülern, egal aus was für einem Kanton, was sie jetzt zufälligerweise gerade kommen, gleiche Ausgangsvoraussetzungen bietet für spätere Weiterbildung und für ihre Grundbildung, für eine gemeinsame Schweizer Gesellschaft? Ja, es sind halt wieder so wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten und Gemeinschaftsfloskeln, die hier formuliert werden. Und Harmonie tönt natürlich auch immer wahnsinnig gut. Also Harmonie lieben jeder Musik, wenn sie sehr schöne Sachen sind. Das ist aber dort wieder so ein Euphemismus. Die Harmonisierung des Systems heisst ja meistens einfach, dass gewisse zentrale Stellen, dass Politikerkreise, dass Bildungskreise, meistens solche, die ein Leben lang einfach schon sehr vor allem theoretisch schon studiert haben, die sehr selten wirklich praktisch in einer Schulstube gestanden sind. Das haben mir sehr viele Lehrerinnen und Lehrerkollegen bestätigen, dass einfach das ein Anbegeit ist worden von so ein bisschen ambitiösen, lebensfremden Kreisen, die einfach da so ihre bestimmten Vorstellungen so ein bisschen durchsetzen. Das gehören schon seit etwa 20 Jahren jetzt wieder und tut sich wahrscheinlich noch verstärkt manifestieren in dem Lehrplan 21, also wo wir dort ein paar Sätze haben, ein paar, ich kann das noch nicht als Gesamtes beurteilen, aber also die paar Sätze, die ich dort reingelassen habe, das hat mir also gedacht, das ist also wirklich einfach ein Loriot-mässiges Kabarettprogramm, also fast mit dieser komplizierten und wirklich also unverständlichen Sprache, wo man dann versucht, und da mit diesen Kompetenzen und hier etwas und so, abgesehen davon kann man einfach mal ein bisschen nicht als rückwärtsgewandt, jetzt ich weiss, der Vorwurf kommt dann gerade sofort natürlich, oder? Aber wenn man jetzt damals so 50 Jahre oder was zurückläuft, wie erfolgreich gerade das zum Beispiel duale Bildungssystem mit eben einer Schulausbildung, mit aber auch Lehrlingen, also mit einer Lehre, die man eben machen kann, und aber auch Fachhochschulen, die jetzt zum Teil sehr erfolgreich sind, aber mit der universitären Bildung, die ich gar nicht in Abrede stellen will, dass es die an vielen Orten auch braucht. Also ist das Problem einfach wieder einmal ein bisschen so aufgezäumt, dass man muss sagen, was muss man damit lösen? Wir haben eine sehr, sehr gute Bildungssituation. Und gerade auch für ärmere Schichten, wo ja immer die Angst ist, die kommen dann zu kurz und so. Genau, die Schweiz hat ja mit diesen freiheitlichen und auch mit diesen so ein bisschen halt auch föderalistisch, wo manchmal halt ein bisschen komplizierter ist, vielleicht auch mit der Feriengestaltung oder mit dem so, wo man das muss absprechen muss. Wir könnten ja vielleicht sagen, man kann freiwillige Zusammenschlüsse machen, dort, wo man zum Beispiel sagt, ja, da macht es jetzt Sinn, dass die das Diplom auch anerkennen. Der war ja dort schon erfolgreich gewesen, beispielsweise in einer Ausbildung. Also kann er ja hier gleich auch das etwas zählen für das. Daraus nicht einen nationalen Einheitsplan. Das ist einfach auch wieder so eine Tendenz, dass man heute einfach alles immer über den gleichen Leisten schlagen will. Das ist also, kommt mir wirklich vor. Das ist in allen gesellschaftlichen Bereichen die schwerste Pandemie, die wir haben. Viel schwerer als in der Zeit der Schweinegrippe oder irgend so. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, tust du in erster Linie an dem Lehrplan 21 kritisieren, dass der Inhalt nicht wirklich weiterbringt, von dem, was du jetzt schon gehört hast. Von dem. Aber das Prinzip, wirst du das auch in Frage stellen, dass das Prinzip, dass man, du hast jetzt das duale System positiv dargestellt, aber das ist ja auch das Grundprinzip von einem dualen System, wo es zwei Arten von Ausbildung gibt. Da gibt es ja auch nicht 10 verschiedene Arten. Man das kann von mir aus sein, soll es jetzt zum Beispiel auch mal 10 verschiedene Arten geben, wenn das zum Beispiel im Arbeitsmarkt oder in gewissen Sachen auch erfordert ist. Es gibt dort auch immer mehr Berufe oder auch Sachen, die vielleicht man vor 10, 20 Jahren noch gar nicht kennt hat. Oder es gibt auch Bedürfnisse von der Gesellschaft, Wirtschaft. Und das ist ja Gesellschaft, das ist jeder von uns, ist Gesellschaft und Wirtschaft. Und eher nicht beständig die künstlichen Gegensätze, die im Schulsystem sagen, es sei ja quasi nur, es muss ja die Lehrmeister sind ja auch die, die ein bisschen müssen Leute haben, die auch können, arbeitsfähig sein, einsatzfähig sein, auch belastbar sein. Und sie beklagen sich zum Beispiel zunehmend, das sagen auch sogar sehr viele, die weit davon weg sind, von irgendwelchen SVP-Bildungspolitikern, die ja zu finden, Bild Nummer 1 ist seit etwa 20 Jahren jetzt so,
beklagen sich ja, dass eben gewisse Grundfertigkeiten wie Rechnen, Schreiben, Lesen, Freisätze, all die grundsätzlichen Sachen eigentlich gar nicht so vorhanden sind. Aber eben, wäre es darum nicht besser, wenn man so Sachen jetzt mal wirklich in einem Grundkanon aufnehmen und würde sagen, das... Ja gut, für das braucht es aber nicht 550 Seiten Weltverbesserungsvorschläge und Kernkompetenzdiskussionen und da die ganzen, wie soll ich mal sagen, da die ganzen soziologischen Delirien, die da einfach allen Orten nachher verbreitet werden und wo seitenlang detaillierter beschrieben wird, auch Sachen, die wirklich jetzt einfach, man muss sagen, wo sogar die herkömmliche Bildungsschicht, und die ist ja, weiss Gott, jetzt nicht sehr aufnüpfig im Allgemeinen, sogar hat müssen leichte Abspeckungsaktionen vornehmen und man sogar dort den ganzen Katalog ein bisschen entschlacken müssen, weil er einfach komplett überladen war. Er ist natürlich ein Spar, er ist wieder halt so ein gut schweizerischer Kompromiss, wo alle ein bisschen unzufrieden sind damit, dass man dort ein bisschen zurückgefahren ist. Von mir aus braucht es überhaupt keinen so einheitlichen Katalog, sondern ich kann man einfach sich zusammensetzen, auch mit den Lehrmeistern, auch mit der Wirtschaft. Man kann sich zusammensetzen mit den weiterführenden Schulen, man kann sich auch zusammensetzen mit irgendwelchen ja, Universitäten, ob öffentlich oder privat. Aus meiner Sicht wäre das sowieso besser im privaten Bereich und allenfalls Unterstützungsfonds für wirklich Bedürftige, karitative. Aber die meisten, die dann ein bisschen besser sehen, auch über den Preis ein bisschen besser sehen, was ihnen wirklich eine einzelne Leistung weg ist, könnte eben sogar eine Verbesserung herbeiführen. Und ein ambitioniertes und ein motiviertes Lehren, weil man dann genau weiss, für ein bestimmtes Ziel tut man das machen. Aber würde das nicht schlussendlich darauf rauslaufen, dass unsere Gesellschaft auseinanderwachsen würde? Ja, das ist auch immer wieder die Panik. Wenn denn die vorhanden wäre, ist die längste auseinanderdriftet und die driftet eben jetzt immer mehr auseinander. Die Serie, die eigentlich Lehren noch machen und die Serie, die einfach in ein bürgerliches Alltagsleben reinkommen, wo sie einfach wirklich am Morgen um 5, 6, 7 aufstehen und andere, die andere Berufe oder die eben öffentlich angestellt sind für viele Fächer, die ohne ganz, ganz viele Subventionen nämlich in dieser Form gar nicht könnten überleben. Das wissen sie und das macht ihnen darum aus dem Grund so Angst. Und das ist auch der Grund, warum die Marktwirtschaft speziell in diesen universitären Kreisen gegen mehr mit 100 Wenns und Abers versehen wird. Sie wird zwar nicht generell oder noch nicht gerade generell in Frage gestellt, aber es wird einfach immer wieder gesagt, ja, man, die Ökonomisierung von Bildung, das ist halt auch so ein Ausdruck, oder? Natürlich braucht das eine gewisse ökonomische Verbindung zu diesen Sachen. Es muss ja einen gewissen Leistungs- und Ertrag muss ja vorhanden sein. Du kannst ja nicht einfach ins Blaue raus, etwas schon gar nicht, wenn es dann steuerfinanziert ist, einfach darauf loslehren oder dann damit nichts kannst anfangen. Du kannst das allenfalls freiwillig wählen. Aber Bedürfnis auch von der Wirtschaft und der Gesellschaft eben natürlich, das ist kein Gegensatz, sind so vielfältig wie die Leute selber. Und da sind einfach einheitliche Lösungen. Das gibt vielleicht gewisse Grundstände, wo man sich darauf einigen kann, wo man merkt, das ist effizienter, wenn vielleicht alle die gleiche Steckdose benutzen. Oder wenn eben die Mathematik, die ist relativ Naturwissenschaft, das ist also etwas, wo man nicht darüber diskutieren kann, ob es 2 oder 2, 4 gibt. Jetzt gerade in diesem spezifischen Fall, das ist auch nicht bestritten. Und für das braucht es wiederum keine Einheitskommission, die das macht, sondern das ist einfach Standard. Das hat sich so. Da könnte man ein bisschen Vertrauen haben in dem, wie das bis jetzt auch recht gut gelaufen ist. Und weitaus die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit, die niedrigste, die beste Durchmischung sogar auch noch sozial, kommt dann noch dazu, im Gegensatz zu den viel gelobten Ländern, die da einfach, wenn sie dann an Akademikeranteil von 60%, die dann dafür jetzt auf der Straße stehen, weil sie einfach nicht am Arbeitsmarkt orientiert sind. Und dann muss ich also sagen, ja, muss man sich halt doch überlegen, zum Teil noch ein bisschen, wie man studieren will, so wie ich das in meinem Beruf beispielsweise auch muss, dass ich auch nicht einfach kann irgendetwas darauf losspielen und kann erwarten, dass das honoriert wird.